Jeden Tag Fleisch essen, das können nicht alle Leute auf der Welt. Für das sind wir zu viel und es muss sich etwas ändern und darum ist das eine gute Alternative. Das ist eines der Ziele langfristig, dass man einen Quantencomputer da mit einem bisschen nebendran verbinden kann und vielleicht sogar irgendwann einen da mit einem in New York oder in Peking.